Hallihallo, ja, Einkauf Teil 2 quasi. Ich habe mich jetzt entschlossen, alles, also den Rest in ein Video zu packen, weil es ist jetzt nicht so extrem viel. Ja, genau, ich packe alles in ein Video, deswegen ist das jetzt ein bisschen durcheinander. Wir waren im 1-Euro-Laden, im Kick, im Teddy und noch in so einer Art Second Hand. In den Second Hand habe ich eine große Vase, die ich jetzt nicht hier habe. Und eine Tischdecke, einen Pokémon und ein kleines Schweinchen gefunden. Alles ganz günstig für 1 Euro. Die war große Vase, die ist wirklich riesig. Die hat nur 2 Euro gekostet. Also das war wirklich ein richtiges Schnäppchen, wo ich auch erst überlegt habe, boah, die jetzt ja, bis nach Hause mitzuschleppen. Aber ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil die ist wirklich, also ich finde die sehr, sehr schön. Ja, dann gab es hier so eine Bühlkiste dort. Für 50 Cent so eine Holzdekofiguren, Halloween-Stil. Kann man ja immer gebrauchen. Ich meine, kriegt man auch im 1-Euro-Shop oder Teddy, aber 50 Cent nehme ich natürlich mit. Ich meine, Halloween ist ja bald. So, dann gab es diese Figuren und da zeige ich jetzt erstmal nur die, die ich doppelt habe. Bei die anderen, vielleicht zeige ich die anderen, die habe ich nämlich schon weggeräumt, also schon aufgestellt, aber ich glaube, da werde ich sie nicht stehen lassen, wo sie jetzt stehen. Zeige ich euch, wenn ich es nicht vergesse am Ende des Videos, ich vergesse ja immer alles. Ja, die sind aus dem 1-Euro-Shop, die sind so niedlich mit diesen Augen. Die sehen so ähnlich aus wie die, die es auch bei McGuides gibt, wo ich die Eule, den Panda-Bären, was habe ich noch, den Fuchs jetzt glaube ich auch, Eule, Panda-Bär, Fuchs. Und ich gucke gerade. Hier sitzt jetzt nur eine Panda, eine Eule und ein Panda-Bär rum, aber ich habe glaube auch den Fuchs. Ja, die sind so niedlich und für 1 Euro, die sind echt, das sind halt diese Verpackungen. Wir haben die ja schon vor Ort aufgeruppt, um zu gucken, ne, wer hat welchen. Ja, die zeige ich euch nachher. Das sind die, die ich doppelt habe. Die packe ich nämlich gleich woanders hin, dass ich die eben auch entweder benutzen kann oder verbasteln kann oder ja, ne? Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ich rede immer im heißen Brei. So, denn in den 1-Euro-Laden gab es diese Socken. Für die Kinder natürlich. Da habe ich mich aber ein bisschen vergriffen. Also, die durften knapp werden. Ja, mal gucken, ob sie doch noch passen. Die sind ja eigentlich relativ. Ich finde ja eigentlich. Ja, mal gucken. Ich habe mich verguckt. Keine Ahnung. Wir brauchen ja schon die 30 so. 33. Ja, aber ich fand die sehr, sehr hübsch. Naja. Wenn nicht, verschenke ich sie halt. So, dann gab es, ich glaube, das war es, 1 Euro. Nein, es gab auch diese Stempel noch. Im 1-Euro-Laden, Made with Love und Live in the Moment. Ja. Mit Stempelkissen. Dachte erst, das sind so Keksstempel. Sind das? Nee, wenn Stempelkissen dabei ist. Aber man könnte sie theoretisch auch für Keksstempel benutzen, ne? Also für so Kekse und dann ringsrum irgendwie ausstechen. Aber eigentlich wollte ich nur den haben. Ich habe dann doch beide mitgenommen für den Preis. Ja, Stempelkissen sind auch dabei. Kann man ja für 1 Euro nicht meckern. Sieht auch von der Qualität her super aus. Das war noch 1-Euro-Laden. Dann, was ich ja immer brauche für meine Schmucksachen, dieses Deko-Band benutze ich ja als, ja, wie so Lederband, ne, für meine Anhängerchen. Habe ich auch nochmal mitgenommen. Und das war es jetzt im 1-Euro-Laden. Der Rest ist Teddy. Ach, hier ist auch nochmal aus diesem an Verkauf. Für 50 Cent dieses, ja, was ist das? Deko-Element. So ein kleines Häuschen, sage ich mal. Kann man sich aber auch aufhübschen. Und irgendwo vielleicht hier so ein LED-Licht rein und dann vielleicht in ein Glas oder so. Also, ja, für 50 Cent lasse ich das ja nicht liegen. Ich hatte erst vor, das hier alles rauszumachen und irgendwas anderes reinzumachen. Aber ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ja, vielleicht fehlt hier auch schon was, weil das hier so leer ist. Oder ist es wirklich für ein LED-Licht gedacht? Ich weiß es nicht. Ich fand es irgendwie ganz cool so. Ne? Für 50 Cent, wie gesagt. Ja, als Bastler kann man ja immer da noch was mit anfangen. So, genau. Jetzt habe ich aber alles. Und jetzt kommt nur noch Teddy und 2 Teile von Kick. Die mussten nochmal mit. Die habe ich zweimal mitgenommen. Einmal ist schon aufgefuttert worden. Die nehme ich ja nicht für mich mit. Aber ich muss sagen, ich habe die probiert. Die schmecken wirklich cool. Und ja, richtig extrem süß sind die. So glibbrig halt, ne? Und ja, kenne ich noch. Also die gab es, als wo ich klein war, auch schon. Ich weiß jetzt nicht, ob die Form, ne? Aber die gab es schon. Ja, und ich möchte mir ja gucken, ob ich mir das irgendwie als Form vielleicht mal
Ja, mal gucken, ob ich Fimo reindrücke, ob das geht und dann nochmal eine extra Form mache. Ich habe ja die Multmasse von Jeanette. Ja, ich weiß nicht, ich finde die irgendwie ganz cool, diese Käfer. Ne? Ist ja auch wieder, könnte man auch wieder für Halloween benutzen. Ne? Oder hier so Wackelaugen drauf, würde dann wieder blöd aussehen. Ja, mal schauen. So. Dann diese Sticker hier, die mussten auch mit diesem Schneemann. Oh, die fand ich auch irgendwie sehr süß. Die gibt es bei uns nicht. Bis jetzt, wie gesagt, kann sich ja immer noch ändern. Und die sind halt auch so beglimmert. Die glitzern halt so. Jetzt sieht man jetzt nicht so ein grünlich hier und halt rot dort. Ganz cool, die Schneemänner. Halt auch schöne Größe, so auch für Candy Cards und so. Ja, dann musste der hier mit. Den habe ich noch nie gesehen. Für 1 € habe ich gedacht, boah, das ist aber günstig. Ich liebe ja auch diese Nähsets. Das habe ich dreimal mitgenommen. Dieses Nähset mit diesen Lebkuchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich mich gleich nachher sogar ransetze und sogar einen bastle, weil die sind so niedlich. Ja, da habe ich mich gefreut. So, das muss ich mal hier runterschmeißen wegen Platz. Was ich auch noch nie bei uns gesehen habe, ist dieses Ding hier, also dieses Teil. 6 Stück, so eine Filz-Sticker. Naja, kann man ja auch für andere Sachen, muss ja nicht jetzt als Sticker benutzen. Aber richtig cool. Rudolf, ich glaube, da gab es auch verschiedene, aber wir haben nur diesen Rudolf mitgenommen, weil der eigentlich am niedlichsten aussah von allen. Wie der da sitzt und hier mit seiner Schneenase. Richtig süß. Ja, Weihnachtszeug habe ich eigentlich so viel. Ja, hier schleiche ich schon eine ganze Weile drumrum. 3 € habe ich gedacht, nee. Ja, und ich habe den auch bei uns schon gesehen und wollte den auch denn den Tag kaufen. Und da gab es den nicht mehr. Ja. Ich finde den so schön. Das ist halt ein Pinsel. Und ich möchte den als Staubpinsel nehmen. Ich habe zwar, wenn ich Schmuck mache, diesen hier, diesen Rasierpinsel, was schon seit Jahren mein Staubpinsel ist. Aber ich finde den so schön. Ja, und auch wenn ich die Nägel mache, mache ich ja den Staub immer weg, ne? Ja, das sind jetzt weichere Borsten. Das müsste eigentlich noch besser gehen. Und ich fand diese Form, diese Fischflosse so schön. Ja. Wir haben dann auch bei AliExpress geguckt, da gibt's, da schmeißen sie dir das hinterher für 70 Cent oder so. Habe ich mich natürlich schon ein bisschen geärgert, aber ja, mein Gott, ich habe ihn jetzt und gut ist. Aber da sieht man mal, ne, die Preise. Da gibt es ganz viele verschiedene Farben. Ich weiß nicht, ob wenn man den da bestellt bei Ali, ob man da irgendeinen bekommt, den man sich nicht aussuchen kann, oder ob man die Wahl hat zwischen, was weiß ich, Pink und Blau oder Orange und Grün oder keine Ahnung. Da gab es verschiedene Farben. Ja, hier gibt es nur den beim Teddy, aber ja, ich freue mich jetzt trotzdem, dass ich ihn habe, weil ich den schon die ganze Zeit im Auge hatte. Ja, hier ist noch ein Kassenbon. Ja, den ich mir jetzt kaputt gerissen habe von Kick. Wie man sehen kann, da habe ich 2 € bezahlt. Da habe ich nämlich diese 2 Strasssteine nur mitgenommen. Die habe ich bei uns auch noch nie gesehen. Da gab es auch verschiedene Farben. Den hatte ich zum Beispiel auch noch in so einer Art Türkis am Wickel. Aber ich habe mir gedacht, ach komm, dann nimm die Tropfen noch mit. Die schimmern halt so schön. Auch cool wieder für Schmuck. Also hier einen Ring draus gemacht, kann ich mir auch schon wieder gut vorstellen. Oder auch Ohrringe. Was sonst, ne? Kennt ihr ja schon. Ja, das war Kick, die 2 Teile nur. Da hatten wir auch Sticker, die es bei uns nicht gibt. So große, so Wandsticker. Die, ja, so toll waren die jetzt auch nicht. Außer ein Bogen und. Ja, mein Gott, man hat ja eh genügend. Ja, denn diesen Stickerbogen mit den süßen Äffchen, den habe ich nur einmal, ja. Dachte ich auch zweimal, aber ja. Vielleicht hatten 20 zweimal mitgenommen. 20, hast du den überhaupt mitgenommen? Ja, doch, oder? Ich weiß es, ich habe keine Ahnung. Ja, ganz niedlich, dieses Äffchen. Kenne ich auch nicht, gibt es bei uns auch nicht. Noch nie gesehen halt. Richtig süß hier auch mit Wackelaugen und hier hat er so ein, am Ohr ein Blümchen. Hier ein ganz lustiger mit so einer Brille und hier so eine Fliege. Der hier ist ja total irre. Oder hier Banane. Ja, das hat er eher die Haltung wie eine Katze, ne? Das sieht er aus wie eine Miezekatze. Ja, das war's ein Sticker. Ja, die mussten auch noch mal mit. Die habe ich ja vor. Ich weiß nicht, ob ich die letztes Jahr gekauft habe. Oder vorletztes Jahr. 1,50 € finde ich ist okay, weil es sind wirklich schöne Lollis, ne? Loaded Envelope und so weiter, kann man die mal mit reinmachen. Ja, da werde ich mir bestimmt auch nochmal eine Packung holen. Gerade für Halloween, wenn wir weggehen und dann kommt vielleicht doch mal ein Kind an und brüllt einen an mit Süßes oder Saures, ne? Dann kann man da mal so ein Lolli ins Beutelchen werfen. Oder wir ziehen ja auch rum.
Das hatten wir letztes Jahr gar nicht gemacht, dass wir so um die Häuser gezogen sind. Da waren wir nur so auf Veranstaltungen. Aber dieses Jahr werden wir wieder rumziehen. Ich bin echt noch am Überlegen, was ich dieses Jahr mache. Ich muss mich langsam mal so ein bisschen ja, auskäsen und vorbereiten schon. Also so mal gucken, was ziehe ich an und ja, brauche ich eine Perücke, brauche ich keine. Eigentlich brauche ich keine, das ist Quatsch bei Dreadlocks, aber würde ich auch gar nicht drunter kriegen. Ich muss echt mal gucken. Ja. Ich habe mir jetzt ein Kleid bestellt, das ist auch schon angekommen, aber so richtig, ja, bin ich damit nicht zufrieden. Was ich eigentlich so für diese Püppchensache, die ich machen wollte, hier diese Voodoo-Doll, da würde das Kleid super passen, weil das ist eigentlich, ja, ihr seht es jetzt nicht, es ist kein Weiß, es ist kein Beige, es ist, ja, doch eher Beige, so versüfftes Gelb, Hellgelb, Pastellgelb, keine Ahnung, sieht irgendwie. Also mein Mann sagt, das sieht aus wie ein Mittelalterkleid. Aber das passt ja wieder zu Halloween und zu diesem Thema. Ich bin mir echt unschlüssig, ob ich das behalte, weil irgendwie steht mir das nicht. Aber bei Halloween ist ja egal, ne? Man hat eh die Maske, also diese Schminke im Gesicht. Muss mir ja auch nicht stehen. Aber jetzt, ich sag jetzt mal, ein Kleid für 30 € zu behalten, nur für Halloween. Ich weiß noch nicht. Aber mal schauen. Ich entscheide ich dann noch. Ja, und zu guter Letzt, ich quatsche euch wieder mit den ganzen anderen Kram zu. Habe ich diese Tüte hier noch entdeckt. Die finde ich ja mal cool, weil das wieder so Graffiti-Stil, Comic-Stil, ja, musste mit, ja. Der Otto hat auch so Comic gemalt. Also da gibt es ja dieses Pop-Art, heißt das Pop-Art oder Pop-Art, ne? Dieser Malstil hier, ja, hat der Otto auch gemalt und immer seine Ottifanten da so mit rein. Siehst du, die Postkarten hätte ich euch noch zeigen können, aber das habe ich jetzt, die habe ich jetzt schon wieder woanders. Aber vielleicht, ja, die hole ich mal, die zeige ich euch noch. So, die zeige ich euch noch. Ich habe nämlich ein paar Postkarten gekauft. Und einen Pin. Mit einem kotzenden Olifant. Naja, das muss natürlich mit, ne? Das ist klar. Ah, wir hatten noch Karten gekauft. So stinknormale, ja, Spielekarten. Da waren auch lauter Ottifanten. Also anstatt Bube, König, Dame, ne, waren die Ottifanten da so drauf. Aber die habe ich meinem Sohn ja schon geschenkt. Die waren ja für ihn. Deswegen habe ich die auch nicht mehr hier. Ja, hier hat man eine Hafenrundfahrt gemacht. Und ja, ne? Ich musste mit. Finde es so cool. Ja, das ist jetzt nicht aus dem Otto Hus, aber eben auch eine schöne Postkarte. Das ist doch mal niedlich, oder? Mit der Katze. Ja, die konnte nicht dran vorbeigehen. Und auch der Spruch ist sehr schön, finde ich. Ja, die war natürlich auch mega geil. Die inspiriert mich ja wieder mal voll, ne? Zum Malen. Fischkopf. So geil. Die hänge ich mir hier irgendwo mit hin. Irgendwo muss dafür noch Platz sein. Ja, auch süß hier diese Möwe, die hier so rumschreit. Ja, hier war halt Eintrittskarte für das Museum. Auch richtig geil. Ja, dazu muss ich euch noch sagen, dass wir am Mittwoch so gegen. Steht das hier irgendwo drauf? Ist hier noch ein Kassenbon? Nee, steht hier nicht drauf, oder? Ich muss jetzt überlegen. Wir waren am Mittwoch gegen. Ja, so um 1 rum im Otto-Hus. So, und haben uns da umgeguckt, Quatsch-Videos gemacht. Alles fotografiert und so weiter. Auch süß, ja, wie die hier die Katze auf den Olifanten legt. Ja, und die hier noch. Ja, richtig süß. Ja, als Otto-Fan muss man das natürlich. Ja, nochmal. Wollen wir natürlich dann 1 Uhr circa im Otto-Hus und haben dann da Seerenzchen gemacht. Und danach war die Hafenrundfahrt, wo ihr eben die Karte gesehen habt. Und einen Tag später waren wir in der Kunsthalle. Und da hat Otto ja aktuell die Ausstellung verlängert und da sind wir rein. Haben erst überlegt, gehen wir rein, gehen wir nicht. 10 € Eintritt, im Endeffekt waren es nur 8, aber ja, bla 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 bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Und vor der Kunsthalle treffen wir eine Bekannte von Swantje, von der Tochter, die Lehrerin oder irgendwie so war das. Und da sagt sie so, ach, wollt ihr hier rein und bla 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 bla, ja, schön. Und habt ihr gestern Autogrammstunde, war da auch in Emden, also im Otto-Hus. Wie jetzt Autogrammstunde? Na, Otto war doch da, 11 Uhr. Mir ist das Gesicht eingeschlafen. Ich habe gedacht,
Das ist jetzt nicht wahr. Ich bin in Emden und Otto auch zufällig. Und wir verpassen uns um knapp 2 Stunden. Das darf jetzt nicht wahr sein. Das ist nicht wahr. Wir sind nach der Ausstellung dann auch gleich ins Ottohus gerannt, um nachzufragen, ob er vielleicht doch noch zufällig noch da ist. Hätte er sein können und vielleicht noch eine Autogrammstunde gibt. Nur das Wochenende. Nein. Die Verkäuferin, das tat er auch richtig leid, weil ich so, nein, bitte nicht. Ist er wirklich nicht da? Und euch, oh, das wär's gewesen. Also für meine Familie und Foto, guckt mal, wen ich getroffen habe. Aber da wären die auch richtig neidisch gewesen. Also ist schon irgendwo schon gut, dass er nicht da war. Weil ich sag's jetzt einfach mal so, da hätte meine Familie, die hätte auch abgekotzt wie dieser Ottifant hier. Weil wir sind ja wirklich alle Otto-Fans. Auch die Kleinen. Jetzt vielleicht die Kleinen nicht ganz so wie wir Erwachsenen, aber die mögen Otto ja auch und finden den cool. Ja, und draußen war dann noch so ein Münzautomat, das erzähle ich euch auch nochmal schnell. Da konnte man halt so kurbeln und konnte da diese 5 Cent, die man reingesteckt hat, ja, so platt und dann waren da so die küssenden Ottifanten, der kotzende Elefant. Ich habe, glaube, nein, ich habe keine mehr da, die habe ich den Kindern schon geschenkt. Die haben die irgendwo in dem Zimmer, keine Ahnung wo. Dafür ist ja auch immer alles verschollen gleich, ne? Kennt ihr ja. Ja, also habe ich euch noch ein bisschen jetzt erzählt. Es waren ein paar wunderschöne Tage. Ja, wir haben viel erlebt, viel gemacht, aber auch viel Natur und spazieren gewesen und so weiter. Ja, genau. Ich glaube, ihr wisst ja die Sache mit 20. Kanal. Das kann ich ja auch nochmal schnell ansprechen. Das wisst ihr ja vielleicht mit dieser Hackerei da, dass sie keinen Zugriff mehr hat. Das habt ihr ja alle schon mitbekommen. Ich denke mal, dass er dazu auch noch, klar, irgendwann, wenn das eventuell sich wieder aufgeklärt hat, ein Video macht und so weiter. Und dann wird sie halt sehen, ob sie dann entweder den Kanal zurückkriegt oder einen neuen Kanal macht oder wie auch immer. Ja, da wird sie vielleicht auch nochmal von meinem Besuch erzählen. Ich glaube, da hat er so vor, so ein paar Fotos oder so zusammenzuschneiden und ein Video zu machen, weil wir haben nicht gefilmt. Ich kann es auch verstehen, dass man da keinen Bock hat, wenn man eh nicht weiß, was jetzt ist, ne? Also haben wir nur ein paar Bilder gemacht und so ein paar Kurzvideos für Instagram, also ich jetzt jedenfalls. Und ja, das ist natürlich richtig scheiße mit dem Kanal. Aber man kann es nicht ändern, ne? Man kann nichts machen. Ja. Ihr wisst das alles schon, brauche ich euch nicht erzählen. Ja, jetzt habe ich doch wieder geschnattert und geschnattert. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und das nächste Video wird bestimmt wieder ein Malvideo werden, weil ich werde mich jetzt hinsetzen und malen und eventuell auch dieses Faultier noch zusammennähen heute. Das ist heute so das, was ich machen werde. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Tschüssi!